von mir. Heute wird es ein Bastelvideo von mir und meinen Jungs geben. Das habt ihr euch nämlich jetzt schon mehrfach gewünscht. In den Kommentaren sehe ich immer wieder, dass ihr nachfragt, wann denn mal wieder ein Video zusammen mit uns allen kommt. Und ja, das machen wir heute hier mit. Wir sind nämlich Teil eines Adventskalenders. Wir haben heute ein Türchen und ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ganz viele tolle YouTube-Mamas haben sich zusammengetan und haben das organisiert. Und ja, ich verlinke euch mal alle unten in die Infobox. Es waren schon ganz, ganz viele tolle Videos dabei. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute Seife selber machen. Denn ja, es steht ja Weihnachten vor der Tür. Und meine Kinder möchten das dann der Oma schenken, beziehungsweise der Taufpatin. Oder auch noch ein paar für euch wollen wir machen. Und ich würde sagen, ja, falls es euch interessiert, wie wir das machen und wenn ihr Spaß daran habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Wir holen jetzt die Kamera ein bisschen näher und erklären euch, wie wir das jetzt alles machen. Und ja, ganz viel Spaß beim Video, ne? Ja. Okay, bis gleich. So, ich zeige euch jetzt erst noch mal kurz von Namen, was ich alles zusammengesammelt habe, bevor wir loslegen. Und zwar habe ich mir hier verschiedene Silikonformen gekauft, ja, wo wir dann die flüssige Seife reinschütten, damit es dann eben eine schöne Form ergibt. Dann habe ich eine ausrangierte Kuchenform. Ich habe verschiedene Farben an Lebensmittelfarbe. Dann habe ich eine Orange klein geschnitten und habe sie getrocknet. Ich habe Marmeladengläser, die hebe ich ja immer auf, weil das ist immer gut ja, zum Basteln. Da braucht man immer was. Dann haben wir unsere berühmte Dose mit unseren ganzen ja, Glitzerpulver drinnen. Wir haben verschiedene Streuartikel noch. Dann habe ich hier Bilder bei DM ausgedruckt und habe sie mir einlaminiert, weil die sollen auch in die Seife kommen. Hier hat Alessandro noch so eine kleine Plastikfigur hin. Die will er auch in eine Seife packen. Ich habe verschiedene Düfte. Dann habe ich hier natürlich diese Blocks an Seife. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich kann euch dann unten in der Infobox alles verlinken. Da könnt ihr gerne mal schauen. Und ja, dann habe ich hier noch verschiedene Artikel, um das Ganze dann schön zu verpacken. Da kommen wir dann später dazu, eben Bänder, beziehungsweise das hier, das machen wir dann noch dran, was ist jetzt runtergefallen, genau, hier mein Duft, der ist mit Zimt und hier haben wir dann eben noch eine Seifenfarbe, genau, in Rot. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die Seife, die müssen wir natürlich jetzt erstmal flüssig werden lassen, da habe ich schon einen Kochtopf aufgesetzt und ja, da können wir gerade mal kurz rübergehen. Zum Alessandro. Genau, da habe ich jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Wir schneiden die Seife jetzt noch klein und dann holen wir euch nochmal dazu. So, den Jungs habe ich jetzt mal die Blöcke zurecht gemacht. Die schneiden jetzt kleine Stücke und legen das dann in das Marmeladenglas. Ich habe jetzt das Wasser schon mal zum Kochen gebracht. Das packen wir dann da noch mit rein und dann müssen wir eben kurz warten, bis es flüssig ist. So, also die Seife, die haben wir uns jetzt im Wasserbad quasi flüssig gemacht. Und jetzt füllen wir das in die Förmchen. Die Kinder wollen das dann schön dekorieren. Und es ist noch ziemlich heiß, deswegen mache ich das jetzt mal. Beziehungsweise, ich habe jetzt ja hier in diese ja, Backform schon mal Orangenschalen, beziehungsweise die Figur vom Alessandro. Die will er ja unbedingt als Seife haben. Das kann man sich ja dann später so zurechtschneiden. Deswegen fange ich damit erstmal an, weil wir müssen eine kleine Schicht, also eine dünne Schicht von dem Durchsichtigen erstmal drauf machen, damit es dann eben Halt hat und ja, durchsichtig deshalb, dass man dann eben noch die Figur sieht. Am Ende können wir ja da noch eine Schicht von dem Weißen zum Beispiel drauf machen und Glitzer und so weiter. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber ansonsten, ja, legen wir jetzt mal so richtig los. Ich habe ja jetzt hier natürlich auch die Seifenfarbe eben Rot und Flieder und ich habe einen Zimtduft. Da würde ich sagen, ja, den tun wir uns mal in ein Glas, ne? Wollen einen guten Geruch dann haben, wenn wir uns die Hände waschen. Also da tue ich jetzt ein paar Tropfen hier rein und rühre das um. Und wo wollt ihr das Weiße drin haben? Habt ihr das euch schon überlegt? Wo wollt ihr es denn haben? Also ich finde ja das auch total schön. Da können wir ja dann Rot machen. Da möchtest du Grün machen. Also pass auf, jetzt machen wir erstmal Rot. Rot tun wir uns hier rein am besten. Jawohl. So, okay. Dann wird es nämlich jetzt schön rot und dann können wir uns das in die Herzform machen. Ne, Luki? Wir haben hier auch noch Kaffeebohnen, dann haben wir noch Rosenblätter jetzt noch schnell aus dem Garten geholt. Das ist ein bisschen zu pink, warte mal. Da müssen wir noch ein bisschen rot reinpacken. Ja, du rührst mal und Luki, dir packe ich jetzt schon mal ein bisschen weiß rein. Wo magst du denn weiß haben? Guck mal, ich habe auch noch die Formen da drüben. Kannst du auch noch nehmen. Schau. Ich habe noch Sterne oder die hier. Magst du das mal? Grün, grün machen wir dann in das, was ich eben vor dem Topf noch habe. Okay. Ja. Also ich tue dir jetzt was rein und
du dekorierst es dann, ja? Mhm. Was ist denn überhaupt für eine Frage? Weil das Glas ist noch ein bisschen zu heiß, Schatz. Das ist nichts für dich. Oh. Das ist halt ein bisschen viel, ist aber nicht schlimm. Das ist ja nur Seife. Ist das gut? So, was? Ja. Aber es ist immer noch so pink. Ja, oder den tut es halt zu verzieren. Nur noch ein bisschen rot rein, Schatz. Das ist noch ein bisschen zu pink für ein Herz, oder? Oder magst du pinke Herzen machen? Kannst du es auch reinmachen, genau. Das ist ja Lebensmittelfarbe. Das können wir auch reintun. Wie du willst. Luki, du musst jetzt kurz warten. Kannst jetzt anfangen, dann aber schon mal dir alles zurechtzulegen, was du reinhaben willst. Zum Beispiel die Rosenblätter. Ja, kannst du jetzt mal überlegen, was du haben möchtest. Schau. Und das wird irgendwie nicht so. Machen wir uns einfach noch ein bisschen Brot hier rein. Schau. Ganz viel noch. Ja. Den ganzen Rest. Ja. So. Und jetzt kannst du rühren. Und ich hole mal die Kamera ein bisschen näher, damit man sieht, wie schön ihr das macht, ja? Nee, das wird jetzt nicht röter. Ja, rühr alles weiter. Du, was möchtest du machen? Ach, du bereitest dir alles vor. Okay, super. Der Lissandro, der hat sich da jetzt grün reingemacht und jetzt möchte er es noch ein bisschen mit Glitzer verzieren. Und der Luki, der dekoriert hier schon schön seine Seife. Hier, das ist schon hart geworden, die erste Schicht. Da können wir dann anfangen, die nächste Schicht drauf zu machen. Genau. So, guck mal, was Alessandro gerade noch macht. Ist nicht schlimm, Schatz. Nimm dir das, genau, nimm dir das Stäbchen und dann kannst du das jetzt noch verteilen. Genau. Oh Gott. Luki, Schatz, und was machst du noch? Ein bisschen Gold. Machst noch Gold drauf. So, genau, machst du dir das da in dein Herz rein? Schön. Okay, super. Und ich wollte jetzt ganz gerne noch Flieder hier in das Durchsichtige machen, damit wir das dann hier in unsere große Form machen. Ja, das sieht schön aus. Luki, da mache ich dir noch eine durchsichtige Schicht drauf, damit es dann auch hält. Warte mal ganz kurz. Kaffeebohnen kannst du zum Beispiel dann hier vorne noch drauf machen. Schau, da mache ich dir noch eine durchsichtige Schicht drauf. Dann sieht man das Glitzer durch und es hält auch in der Seife drinnen. Weißt du? Mhm. Schön, Lassie. So, da wollte ich mir jetzt Flieder reinmachen. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist ein schönes Flieder. Wollen wir so Herzen machen in Flieder? Luki, was machst du, Schatz? Schön, super. Okay, dann hole ich jetzt noch das Durchsichtige, weil wir wollen ja auch noch unsere Bilder rein. So, das Durchsichtige, das ist jetzt auch wieder fertig. Dann mache ich jetzt noch eine Schicht beim Lissandro drauf, damit die Sachen dann auch halten. Und ich mache mir jetzt hier noch eine Schicht rein, weil hier sind ja die Bilder. Und genau, da brauchen wir ja durchsichtige Seife, damit wir die Bilder dann auch sehen. Fehlt da noch ein bisschen was? Okay. So. Gut, das können wir dann auf die Seite packen, das ist nämlich dann schon fertig. Und hier kommt jetzt das Durchsichtige rein und du wolltest doch hier jetzt noch Gelb reinmachen, ne? Dann mach du hier Gelb rein, Vorsicht, das Glas ist noch ein bisschen heiß und dann tun wir das hier zu deinem Salamander. Also das kann ich schon wegmachen? Ja. Das ist ja schon fertig, dann tun wir das auf Seite, nicht, dass da noch was passiert. So, okay, genau, du rührst. Luki, Schatz, was brauchst du jetzt? Ich will hier einen. So, Luki, wo, Schatz? Hier. Und das müssen wir doch dann hier drüber schieben. Genau, das machen wir da jetzt drüber. Schatz, da kannst du mal ein paar Kaffeebohnen rein. Das ist rot geworden. Ah, das ist rot. Warte mal, da müssen wir mal noch ein bisschen Gelb rein. So, genau, rühr mal. Oh, das passt gut zu deinem Salamander. Cool. Ja, super. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Und jetzt? Guck mal, jetzt machen wir es gerade noch so. Schau, da schon Duft rein. Das ist dann gut riecht. Okay, dann Zimt, ne? Hier ins Weiße. Kannst du ein paar Tropfen reinmachen. Nicht zu viel, weil sonst ist es zu stark. Das ist dann nicht gut. So, okay. Zwei, drei. Was für fleißige Mäuse ich hab, ne? Wahnsinn, schaut mal. Luki macht noch Glitzer drauf und der Lissandro füllt da jetzt noch Blau rein. Schön. Noch so eins haben. Noch so eins, okay. Und hier haben wir jetzt eine weiße Schicht drauf gemacht. Wie gesagt, achtet nicht darauf, das ist eine ausrangierte Form. Die brauchen wir nicht mehr, deswegen haben wir das jetzt für Bastelzwecke eben genommen. Schön, da freut sich bestimmt die Oma, ne? Ja. Denke ich schon. So, wir warten jetzt kurz, bis das alles schön ausgehärtet ist. Und dann würde ich sagen, holen wir euch zum Ergebnis nochmal dazu. Aber es sieht schon sehr gut aus, die Kinder freuen sich jetzt schon. Sind schon ganz gespannt aufs Ergebnis, ich hoffe ihr auch. Und ich würde mal sagen, bis gleich. So, der große Moment. Wir gucken jetzt mal, wie die restlichen geworden sind. Der Lissandro, schaut mal, wie seins geworden ist. Und, wie ist es? Wow, schön. Zeig's mal in die Kamera, Schatz. Das
Sieht schön aus. Ich mache jetzt noch die raus und dann ja, verpacken wir das Ganze mal schön. Wie findest du das? Auch schön, ne? Okay. So, meine Lieben, das ist jetzt unser Ergebnis. Wir sind total zufrieden. Wir finden sie ganz schön. Hier zum Beispiel mit den Orangenscheiben oder das, was der Alessandro hier gemacht hat mit seiner Figur drin. Das ist auch total schön geworden. Hier mit meinen Bildern, das ist auch ganz reizend. Ich hole euch jetzt nochmal nahe mit der Kamera, dass ihr es besser erkennen könnt. Meine Kinder meinten, ja, das sind so Party-Seifen. Also nach der Party muss man sich damit die Hände waschen. Genau, Party hart. Also wir finden es total schön, es ist gelungen, wir packen das jetzt noch schön ein. Ich würde sagen, Luki, du packst da rein, das ist ein Rodach. Wir können das natürlich auch in dieses schöne kleine Gläschen hier machen und eine Schleife drum, vielleicht noch einen kleinen Zweig. Also da lassen wir uns jetzt noch so ein bisschen was einfallen. Ich zeige es euch, wie gesagt, gleich von nahem. Ich habe hier auch noch was gebastelt, ja, mit diesem Pulver, das mache ich ja total gerne. Und ja, das war es aber jetzt erstmal soweit von unserem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Vielleicht macht es ja sogar mal nach, macht dann schöne Bilder. Da würden wir uns total freuen. Das könnt ihr mir dann auf Instagram zeigen. Verlinkt mich auf jeden Fall. Dann poste ich das natürlich wieder auf meinem Account. Mache ich total gerne. Und natürlich hätten die Kinder da auch Spaß dran zu sehen, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir hatten jetzt auf jeden Fall einen schönen Nachmittag. Natürlich muss man sich auch irgendwie die Zeit vertreiben. Jetzt wird es ja kälter und es regnet gerade draußen. Deswegen hatten wir hier im Warmen einfach ja, eine schöne, gemütliche Tätigkeit. Wir haben sogar ein schönes Ergebnis, was wir jetzt verschenken werden. Und ja, wir hoffen einfach, dass es euch gefallen hat. Schöne Weihnachten, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.